Da sind wir nun endlich auf der Fähre vom griechischen Kavala nach Limnos. Zum fünften Mal schon steuern wir die Insel an, doch seit dem letzten Besuch sind 3 Jahre vergangen. Wird uns Limnos immer noch so empfangen, wie wir das kennen? Karg und staubig zwar, aber auf seine eigene Art und Weise schön, authentisch und ursprünglich, mit gutem Essen, freundlichen Bewohnern und relaxtem Flair? Wir sind gespannt und nehmen dich in diesem und den folgenden Videos mit auf unsere griechische Lieblingsinsel. Ab in den Süden! Wir fahren nach Griechenland und zwar zu dritt. Alle einsteigen! Im letzten Video, dem ersten dieser Reise, waren wir vor dem nasskalten Wetter zu Hause geflüchtet und hatten die griechische Grenze am Landweg erreicht. Dort setzen wir unseren Weg nun fort, denn die besagte Fähre müssen wir erstmal erwischen. Wir sind Ola und Gerfried und wir leben die Freiheit, heute noch nicht wissen zu müssen, wo wir morgen aufwachen werden. Im Wohnmobil erkunden wir Europa und verbringen einen guten Teil des Jahres im Camper. Neben Kurztrips machen wir immer wieder auch Langzeitreisen. Denn seit 2020 arbeiten wir ortsunabhängig vom Wohnmobil aus. Neuerdings mit dabei ist Katze Ruby, die nach anfänglichen Zweifeln von der obersteirischen Bauernhofkatze schön langsam zur Weltenbummlerin wird. Ein Kuriosum an der griechischen Grenze bereitet uns diesmal keine Schwierigkeiten, denn die Schlangen sind kurz und wir sehen, wo wir uns anstellen müssen. Als bei einer früheren Reise die Schlange mal kilometerlang war, stellten wir uns nämlich rechts an und ihr seht, da passt kein Wohnmobil durch. Griechenland begrüßt uns mit Regen, aber das macht nichts. Wir sind schon wieder hin und weg von der Freundlichkeit der Leute. Die Leute an den Mautstationen grüßen freundlich, wünschen eine schöne Reise. Wir fühlen uns schon wieder so richtig wohl. Und das Wetter, das wird sich auch noch ergeben. Fürs Autofahren passt es eh ganz gut. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Wer noch nie in Griechenland unterwegs war, dem kommt es wahrscheinlich seltsam vor, aber langsame Fahrzeuge nutzen den Seitenstreifen eigentlich immer als weitere Fahrspur, sodass schnellere Fahrzeuge dann Platz haben zum Überholen. Und ja, dann nicht mitzumachen ist wahrscheinlich etwas unhöflich. Es ist leider nicht immer ganz sicher, man weiß ja nicht, wie der Seitenstreifen beschaffen ist. Manchmal kommen dann doch Schlaglöcher und Hindernisse, aber trotzdem, das System wird so gelebt und bewährt sich für die Griechen offensichtlich. Wir sind schon an Thessaloniki vorbei und fahren jetzt in Richtung Kavala. Stunde 15 noch, dann sind wir 2,5 Stunden vor Abfahrt der Fähre dort. Das passt punktgenau, da gibt es sogar noch Zeit, um was zu essen vorher. Die Ruby hat heute gar kein Beruhigungsmittel bekommen und ist trotzdem ruhig. Sie hat sich ans Autofahren auch gut gewöhnt die letzten Tage, beschwert sich kaum mehr. Das Beruhigungsmittel habe ich für die Fähre erspart, weil da haben wir 6 Stunden in einer für Ruby sehr ungewohnter Umgebung. Das ist nicht das Meer, das ist der Walvis-See. An der Küste waren wir auch schon mal und haben einen Übernachtungsplatz gesucht. Spätnachts, stockfinster, war schwierig. Wir haben dann direkt neben der Straße auf einem Schotterparkplatz übernachtet damals und am nächsten Morgen 500 Meter später den allerschönsten Platz, den man sich vorstellen kann, gefunden, als wir ihn nicht mehr gebraucht haben. So geht es halt oft. Aber diesmal düsen wir dran vorbei, weil die Fähre wartet nicht. Wenn wir so rechtzeitig dort sind wie heute, dann hat sie sicher 5 Stunden Verspätung, aber was hilft's?
wir haben entgegen unserer Gewohnheit eine Fähre reserviert von Kavala. Freunde von uns haben uns vorgewarnt, dass heuer die Fähren sehr, sehr voll sind, warum auch immer, und wir wollen da nichts riskieren. Jetzt haben wir einen Fixtermin, was wir eigentlich nicht mögen. Um 19 Uhr geht die Fähre. Ja, ich muss aufsperren. Na, er hat selber aufgesperrt. Ja. Hat er Terror bitte? Ja, in allen Varianten. Perfekt. Und wir haben es geschafft. Wir sind in Kavala, da hinten steht unsere Fähre. Die Tickets haben wir auch schon, die hatten wir diesmal reserviert, mussten sie nur mehr bezahlen und abholen. Aus unserer Sicht kann es jetzt also losgehen, dauert aber leider noch 2 Stunden, 1,5, je nachdem, wie das mit der Beladung vorangeht. Kavala kennen wir eigentlich nur als Hafenstadt, wir haben die Stadt noch nie erkundet, ist nicht so klein, aber man kommt relativ gut rein, weil sowohl die Autobahn als auch die alte Nationalstraße führen direkt zum Hafen und man muss da nicht wirklich sich durch die Stadt kämpfen. Von Kavala aus gibt es fährtechnisch primär 2 Destinationen. Das eine ist Thassos und die Thassos-Fähre kommt hier gerade an, ist eine ziemlich kleine, denn Thassos ist ja auch sehr nah, liegt praktisch direkt vor Kavala. Und wir nehmen die 2. Destination Limnos, die Fähre nach Limnos, die würde dann auch weiterfahren nach Lesbos, beziehungsweise dann irgendwann in Athen landen, nach ein paar weiteren Stops. Die Überfahrt nach Limnos dauert 4 Stunden. Jedenfalls früher, ob dieses Schiff das auch in 4 Stunden schafft, schauen wir mal. Die Locals auf Limnos haben sich ziemlich beschwert, als das Schiff hier in Dienst ging, denn es ist doch ein wenig in die Jahre gekommen und man hat auf Limnos das Gefühl, sagen die Locals, dass hier nur mehr der letzte Rest verwertet wird. Ja, der Lack wird das Blech schon noch zusammenhalten und wir hoffen das Beste. Wir hoffen, dass das Boarding bald startet, denn so angenehm ist es auch für die Ubi nicht hier im Hafen. Es stinkt nach Diesel, es ist laut, es ist geschäftig. Aber sie macht es gut mit. Es geht schon los, früher als erwartet. Wir rollen schon auf die Fähre zu. Die Ubi wird verstaut. Wir zeigen gleich unsere Tickets her, dann sind wir drauf auf dem Rostkahn. Und das war's schon. Habe ich euch vor kurzem erzählt, dass es bei den Griechen weit, weit effizienter ist auf der Fähre. Das ist ja kein Vergleich zu der Katastrophe in Ancona. Wir sind auf der Fähre und wir suchen uns jetzt einen Platz. Einen bequemen Platz zu bekommen ist diesmal nicht schwierig. Welcome to Greece. Nur Ruby beschwert sich. Warum? Weil sie nichts sieht. Die neugierige Katze braucht einen Fensterplatz. Kavala verschwindet hier schon hinterm Schiff und da hinter mir seht ihr schon Thassos, da fahren wir jetzt dran vorbei in Richtung Limnos und wenn wir an der Insel vorbei sind, dann beginnt meistens dieser Swell so richtig und dann spürt man das auch auf einer großen Fähre und dann zeigt sich, ob ich heute seekrank werde oder nicht. Das ist mir schon des Öfteren hier passiert. Hilft aber nichts, 4 Stunden dauert die Fahrt, wie gesagt, ist zu überleben und wenn es die Ruby aushält, dann muss das für mich auch gelten. Die Ruby blickt derzeit einfach interessiert aus ihrem Transporter aus dem großen Fenster, scheint ja nicht wirklich was auszumachen, sie ist neugierig und würde gern an Deck unterwegs sein. Das geht leider nicht. In diese Richtung
seht ihr jetzt außerdem schon den Berg Athos. Den werdet ihr die nächsten Tage und Wochen und Folgen noch des Öfteren sehen, denn man sieht den Athos auch von Limnos aus. Was mich ein wenig wundert, wo sind die ganzen Leute? Uns wurde gesagt, man bekommt derzeit ohne Reservierung keinen Platz am Schiff, aber die Decks sind alle leer. Das Oberdeck hier und auch alle anderen Decks, da findet man kaum jemanden, ein paar verstreute Leute, aber es scheinen wirklich kaum Urlauber unterwegs zu sein. Das scheint wohl eher den Güterverkehr zu betreffen. Container werden natürlich en masse verschickt und LKW-Anhänger. Außer uns waren nur circa ein oder zwei Wohnmobile in der Warteschlange und ja, das haben wir schon anders erlebt und wir sind ganz froh so. Für mich geht es jetzt wieder ab unter Deck. Der Dieselgestank, der ist nicht so angenehm und deshalb war es jetzt auch wieder. Zurück zu Olli und Ruby. Bald haben wir es geschafft. 3,5 Stunden haben wir hinter uns und da hinten sehen wir die Lichter von Limnos. Eine halbe Stunde noch und dann fahren wir vom Schiff. Aber zeigen werden wir euch heute nicht mehr viel. Es ist stockfinster. Wir kommen kurz vor Mitternacht an. Wir schauen jetzt nur mehr zu, dass wir einen Platz für die Nacht finden und das war's dann. Wir freuen uns jetzt auf unsere Lieblingsinsel, Windsurfen, Wingfoilen, gutes Essen, freundliche Leute und eine schöne Landschaft. Und da ist auch schon der Fährhafen. Ihr seht die Lichter da hinter mir. Dazwischen ist dann der Schloss- oder Burgberg von Myrina, der Hauptstadt von Limnos. Und die Stadt ist dann auf der anderen Seite davon. Ziemlich spannend ist das Schloss, denn da oben leben Rehe. Das erwartet man hier nicht. Jetzt wird das Boot da reindrehen und dann sind wir da. Für mich heißt rein zu Euler, Sachen packen, Ruby packen und runter zum Fahrzeug. Niemand wurde seekrank und der Luck hat das Schiff erfolgreich zusammengehalten. Wir kommen gut in Myrina an und machen uns auf zu einem Übernachtungsplatz. Es fühlt sich schon ein wenig an, wie nach Hause zu kommen. Navi brauchen wir auf unserer Insel keines und auch Übernachtungsplätze müssen wir nicht mehr suchen, sondern sie nur mehr anfahren. Gerade von der Fähre müssen wir schon einen Rundgang machen. Ruby, wie schaut's aus? Angst hast keine? Achtung, da kommt das große Wasser, Ruby. Du bist das erste Mal im Meer. Ciao, Ruby. Einmal im Kreis gegangen und jetzt machen wir den Kreis größer, oder wie? Spezielles Spazierengehen mit uns zwei scheint ihr sehr gut zu gefallen. Da kann sie stundenlang unterwegs sein und läuft begeistert neben uns her. Der Tag war ein Einstieg nach Mars, nach den über 1000 Kilometern, nach den vielen Stunden auf der Autobahn, den nicht immer stressfreien Erlebnissen unterwegs und der Fährfahrt sind wir gestern Abend hier angekommen. Do you feel that we got something strong?
und haben einen unserer Lieblingsplätze angesteuert und da haben wir jetzt heute den Tag einfach mal gemütlich verbracht. Ich habe es kurz versucht mit dem Wingfoilen, aber der Wind ist heute einfach zu schwach. Macht aber nichts, so habe ich zumindest ein bisschen was getan. Und dann haben uns Freunde von uns besucht, die auf einem anderen Strand hier sind. Jetzt haben wir schon ein wenig Abendsonne und haben alles wieder eingepackt und werden jetzt in den nächsten Ort fahren, um weitere Freunde von uns zu besuchen. Hier trifft man immer dieselben Leute, denn wer Limnos einmal ins Herz schließt, der kommt immer wieder. Bei uns gab es jetzt, wie schon erzählt, zwar eine längere Pause von 3 Jahren, aber wir sind echt froh, wieder hier zu sein. Heute früh habe ich die Older angesehen und habe gemeint, warum fahren wir eigentlich woanders hin? Wir wissen natürlich, warum wir auch woanders hinfahren. Es ist einfach schön, verschiedenste Orte zu sehen, aber das hier ist halt genau unseres. Wie ihr seht, Limnos ist eine recht karge Insel, ist nicht für jeden das Richtige. Wer jetzt irgendwie High Life sucht und Strandpromenaden mit Souvenirläden und so weiter, der wird hier eher nicht fündig, vielleicht in der Hauptstadt Myrina, aber selbst dort ist es sehr beschaulich und sonst hat man hauptsächlich Ruhe. Die Landschaft ist karg, braun, felsig, aber wenn man das mag und wenn man diese besondere Stimmung hier auch schätzen kann, dann ist man hier richtig. Ich habe der Olda schon gesagt, ich werde nicht zu viel erzählen, denn ich will ja nicht, dass ihr alle hierher kommt, aber es gibt ja in Griechenland auch noch viele andere schöne Orte wie diesen, aber das ist eben unserer. Nach einem schönen Abend hier in Mudros geht es jetzt zurück an den Strand. Wir haben ein inoffizielles bulgarisches Camp gefunden und ich habe mich da reingeschmuggelt und mich gleich mal angemeldet. Die Konversation war ungefähr so: Ist das hier ein Campingplatz? Nein, es ist privat. Aha, kann ich hier nicht campen? Nein, eigentlich nicht. Aber bist du Windsurfer? Ja. Ja, okay, dann ist es gratis. Jetzt versuchen wir da reinzufinden. Das Problem ist, die Zufahrt ist schwer zu finden und es ist alles sehr sandig. Wir hoffen, dass wir uns nicht eingraben. Wird spannend. Bis dahin. Warum sage ich eigentlich bulgarisches Camp? Sind wir nicht in Griechenland? Dazu muss man wissen, dass die nördlichen Ägäisinseln sehr stark von Bulgaren frequentiert werden, die hier aufgrund der für sie guten Erreichbarkeit nicht nur gerne Urlaub machen, sondern mittlerweile auch einen Teil der Tourismusinfrastruktur betreiben. Wir sind happy. Das ist ein Spot nach unserem Geschmack. Und deshalb sind wir erstmal angekommen. Mahlzeit. Mahlzeit. Wir richten uns häuslich ein. Unternehmen die eine oder andere Radtour in der näheren Umgebung. Gehen Windsurfen. Wingfoilen. Und mit der Katze spazieren. Und genießen ein paar ruhige Tage. Mehr zu diesem wunderschönen Spot und was wir noch so auf Limnos erleben, dann aber im nächsten Video. Einstweilen, alles Gute und bis dann.